Oh, hier wieder Felix, heute zusammen mit Heiko von der Firma NTN SNR. Hallo. SNR ist für mich ein Begriff für die Radlager schlechthin. Das sind die Hersteller, wo die richtigen Radlager herstellen. Und zwar habe ich Heiko ins Haus geholt, weil wir hier für mich ein sehr untypisches Problem haben. Wir haben eine geringe Laufleistung und zwei defekte Radlager an der Hinterachse vom Toyota. Für mich ist eigentlich so Radlager vom Toyota sehr, sehr langlebig und von dem her wundert mich, warum das Radlager nach so einer geringen Laufleistung kaputt ist. Und wir zeigen euch jetzt Schritt für Schritt die Diagnose, was es für Möglichkeiten gibt. Und wir zeigen auch, hoffentlich schauen wir es an und sehen die Ursache, warum die beiden Radlager an der Hinterachse kaputt gegangen sind. Verfolgt uns einfach, wie wir da vorgehen, und ist sicherlich ganz interessant. Genau, im Endeffekt ist es nämlich so, einerseits habe ich die Möglichkeit, eine Geräuschdiagnose zu stellen, zum Beispiel durch Rad drehen und mit den Ohren hinhören, ist das Radlager defekt oder nicht. Falls es ein bisschen schwierig zu diagnostizieren ist, wie in dem Fall hier zum Beispiel, gibt es auch noch die Möglichkeit, mit einer Wärmebildkamera zu arbeiten. Das heißt, man geht auf eine ausgiebige Probefahrt, vorzugsweise höhere Geschwindigkeiten, wie zum Beispiel auf der Autobahn, und kann dann über die Wärmebildkamera sehen, welche Seite defekt ist. Wenn es sich zum Beispiel einfach bei niedrigen Geschwindigkeiten, das heißt beim von Hand drehen, nicht feststellen lässt. Daher würden wir das Ganze nachher auf der Probefahrt mal diagnostizieren und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. So wie man eigentlich ja schön erkennen konnte, auf der Aufnahme mit der Wärmebildkamera war ersichtlich das neue und das alte Radlager. Also allein mit den Wärmeunterschieden kann man ja mal die Diagnose untermauern und auch feststellen, welches Radlager kaputt ist. Klar, ein kaputtes Radlager macht einfach mehr Wärme und dadurch sieht man einen schönen Unterschied. Radlager haben wir in der Zwischenzeit getauscht und am alten Radlager, ich denke mal, man hört es wahrscheinlich auf der Kamera relativ schlecht, haben wir entsprechende Geräusche. Für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nie erwartet, 50.000 Kilometer, zwei defekte Radlager. Für mich die Ursache, oder vermutlich die Ursache ist, dass die Bremse mal fest war, vielleicht die Handbremse anzogen war. Jemand hat dann die Bremswaage gewechselt, weil die Bremswaage sehen relativ frisch aus. Und dadurch hat man vergessen, einfach das Radlager hat einen Folgeschaden bekommen, oder beide Radlager haben Folgeschaden bekommen, und mit dem hat man jetzt die Radlager gewechselt. Und aber das Problem bei hohen Temperaturen bei einem Radlager oder generell bei einem Lager ist einfach die Thematik, dass durch die hohen Temperaturen einerseits das Fett innen drin im Lager sich verflüssigt, nicht mehr richtig schmieren kann, aber auch im Endeffekt die Dichtung des Lagers zum Beispiel beschädigt wird durch die hohen Temperaturen, dementsprechend Feuchtigkeit und Schmutz ins Lager eindringen kann und dadurch fängt das Lager früher oder später an Geräusche zu machen. Das heißt, in dem Moment haben wir quasi einfach nur einen Folgeschaden in dem Defekt des Radlagers und die Ursache ist eigentlich die Bremsanlage, die getauscht worden ist, aber das Radlager nicht beachtet wurde. So, jetzt haben wir auf beiden Seiten das Radlager getauscht und jetzt bauen wir alles wieder zusammen. Dann hat sich die Sache erledigt, dann kann der Kunde wieder sicher durch die Gegend fahren. Genau. Bis bald, euer Felix.